Was geht ab, YouTube-Freunde? Hier ist euer Face wieder mit einem kurzen Guide zu Back 4 Blood. Und zwar möchte ich euch in diesem Video zeigen, wie ihr schnell an Vorratspunkte kommt, weil es ja bei dem Spiel schon ein bisschen schwieriger ist, die zu farmen. Das Ganze ist ja irgendwie langwierig. Und jetzt habe ich mal im Internet recherchiert und laut aktuellem Stand ist das die schnellstmögliche Methode, an Vorratspunkte zu kommen. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Video und ich erkläre euch nebenbei, wie das Ganze funktioniert. Also zuallererst müsst ihr in der Kampagne einen Durchlauf erstellen. Dann den Schwierigkeitsgrad auswählen. Ich habe jetzt hier Rekrut genommen, weil ich bei Veteran und Albtraum noch nicht so weit war, dass ich bei Akt 2, nämlich die Mission Boten des Wurms Teil 1, wählen kann. Wenn ihr das gemacht habt, Boten des Wurms Teil 1, könnt ihr direkt die Mission starten. Dann kommt natürlich die ganze Spielersuche. Wichtig ist nur, dass diese Taktik richtig gut funktioniert, wenn ihr euer Charakter auf Zubehör aufgebaut habt, sprich auf Granatenschaden, dass ihr mehr offensives Inventar mit euch schleppen könnt. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, im besten Fall noch Hoffman genommen habt, weil ihr nochmal einen Inventarslot plus 1 bekommt. Jetzt, wie ihr seht, kann ich 6 Granaten mit mir rumschleppen. Ihr wählt dann auch Splittergranaten. Wie gesagt, am besten auf Granatenschaden skillen, auf offensives Inventar, damit ihr so viele Granaten wie möglich schleppen könnt. Dann startet ihr die Mission. Lauft schon direkt zu diesem Vorplatz, wo auch hier diese ganze Tankstelle ist und die ganzen Autos. Und ganz hinten kommt auch schon direkt der Ogabus. Die Waffen braucht ihr gar nicht benutzen, wenn euer Team alles richtig macht, könnt ihr einfach mit den Granaten einfach losspammen, auf ihn draufwerfen und wie ihr an seiner Lebensanzeige schon seht, ist er richtig schnell down. Sobald ihr Ogre down ist, muss man sich auch gar nicht mehr um die anderen Zombies kümmern. Die nerven einen zwar, man kriegt ordentlich Damage ab, deswegen wäre es vielleicht nicht verkehrt, ein paar Heilgegenstände mitzunehmen. Aber eigentlich ohne groß rumzuballern, damit das Ganze schneller geht, direkt weiterlaufen, sobald ihr Ogre down ist. Und wenn man jetzt hier um die Ecke nach rechts läuft, dann sieht man auch schon gegenüber den Schutzraum. Und sobald das gesamte Team sich in dem Schutzraum versammelt hat, ist die Mission auch vorbei. Um auch dort das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, muss man nicht diesen ganzen Endscreen abwarten, sondern sobald auf dem Screen steht abgeschlossen, kann man direkt Option drücken, Spiel verlassen und ist dann wieder im Hub. Und dann kann man sozusagen wieder einen neuen Durchlauf erstellen, wieder Akt 2 wählen und Boten des Wurms Teil 1 wählen. Und das Ganze kann man beliebig oft wiederholen. Jetzt hier steht abgeschlossen, ich habe es jetzt nicht gemacht, aber hier könnte man schon quasi per Option das Spiel verlassen. Und jetzt seht ihr auch, die Mission ging recht zügig. Ich habe jetzt bekommen 34 Vorratspunkte und das war es auch schon. Also wie gesagt, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ihr startet die Kampagne, wählt einen Schwierigkeitsgrad aus, bedenkt, dass natürlich umso höher der Schwierigkeitsgrad ist, ihr mehr Vorratspunkte bekommt, aber euer Progress muss auch bei den höheren Schwierigkeitsgraden mindestens bis Akt 2 zu dieser Mission sein. Dann Schwierigkeitsgrad wählen, Akt 2 wählen, die Mission Boten des Wurms Teil 1. Dann euch ein Deck basteln mit Granatenschaden, mit offensives Inventar, dass ihr so viele Granaten wie möglich mitschleppen könnt. Am besten nehmt ihr noch den Hoffman, den Charakter. Das ist jetzt aber nicht unbedingt Pflicht, aber es ist halt nochmal so ein Nonplusultra, weil er eine Granate mehr mit sich tragen kann, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und startet dann die Mission. Tötet den Ogre mit den Granaten. Wenn ihr ein eingespieltes Team habt, dann ist der ruckzuck down, wenn alle dann mit den Granaten werfen. Sobald der Ogre down ist, alle anderen Zombies ignorieren. Direkt nach hinten laufen, rechts um die Ecke zum Schutzraum, Tür schließen, Mission abgeschlossen, Optionsspiel verlassen und man ist wieder im Hub. Und das kann man beliebig oft wiederholen. Wie ihr seht, hat die Mission keine 2 Minuten gedauert, ich glaube sogar noch weniger. Und ja, das ist aktuell die schnellste Methode, um an Vorratspunkte zu kommen, damit ihr schnell eure Karten freischaltet, schnell eure Decks zusammen habt. Und ich hoffe, ich konnte damit euch helfen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen, abonniert den Kanal, um mich zu supporten, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin's, euer Face. Ciao.